Herzlich willkommen, Sirki, Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Maker 2. Richtig, that's it. Für den letzten auf Zelda, Link's Awakening. Breath of the Wild. Du bist heute im Flieger-Modus, Ocarina of Time. Das kommt Wind bald. Waker. Ocarina of Time werden wir danach relativ bald zocken. Und zwar die 3DS-Version. Darauf freut sich der gute Sandshund, ne? Da gibt's ein paar Herzen. Und danach Wind Waker. Da fällst du wieder Princess. In... Ah, nee, das hast du gut gemacht. Da gibt's nichts mehr. Und danach Twilight Princess auf jeden Fall. Ja, alles. Und danach Wind Waker. Richtig. Seid ihr auch dafür, gell? Alle sind dafür. Alle sind dafür. Dass wir jedes einzige Zelda machen. Zelda 1. Es gibt echt 1. Das heißt Zelda 1. Ich weiß, da tut sich echt die Zelda. Das weiß jeder. Weißt du was? Weißt du was? Ich spiele mal ein bisschen hier, weil ich habe jetzt ganz viele Juwelen. Schau mal, wie viele ich habe. 131. Ist doch nicht schlecht, gell? Ja. Ich hol mir einfach das da. Uff. Nein. Warte. Nochmal. Wenn ich weiter im Text weg ist, ja. Ja, ein paar Turmpeals. Ist das nicht zu knapp? Ist das zu knapp? Ist das zu knapp? Die Frage fragen sich alle natürlich, aber nein, das ist nicht zu knapp. Weil du inzwischen zunächst die krasse. Da ist ja die Bombe, ne? Diesen Kettenhund, aber auch nice. Aber weißt du, aber es kann sein, dass du die Bienen im Shop auch geben musst, ne? Alter, würde ich da jetzt mal nichts mehr zufüllen. Nein. Dann würde ich das nicht mit, dann hole ich mir einfach den roten Rubin. Zu viele Rubinen rumflexen. Ich weiß nicht, wie viele rote Rubinen gibt eigentlich. Wir werden es gleich sehen, vermutlich. Aber. Nee, der violette gab im Breath of the Wild. Rote war doch 20 oder sowas, oder? 111 hast du jetzt insgesamt. Mhm. Die Frage, wie hattest du davor? Schau mal, was ich alles gesammelt habe. 3 Spielen. Das ist ein Rubin. 20 Rubine, sag ich doch. Ja, das ist doch in Ordnung. Hast, glaube ich, mehr oder weniger sind wieder die eingeholt, die du verbraucht hast. Ja, ich habe 30 verbraucht eben. Na gut, aber auf dich hin kommt es nicht drauf an. Und du hast eine Schnipsenfigur. Was ist eine Schnipsenfigur? Was ist das? Ideka. Weißt du, was jemand gesagt hat, also ein Lehrer bei uns? Nee. WTF, die Englisch können, verstehen's. Warum sagt er W? Ich hab kein... W heißt doch V. W. Wie heißt doch W auf Englisch? Aber er sagt W. Ich will die Schaufel. Aber nee, schau mal, da findet man auch nichts. Hol dir doch die Schaufel. Nein, aber da findet man gar nichts. Ich weiß echt gar nicht, was man. Ich weiß nicht weiter für den Moment. Hast du Osten, Runga, Steppe weit im Osten, Zodo. Zu schwer. Sehr schön, das Projekt wird es so hart kosten. Welches? Das hier. Wenn wir hier und da noch nicht weiterkommen, das Hitz ist so hart. Da, da, da. Oh, das ist so schön. Hör mal zu, du sagst nichts, weil einfach nur zu da. Don't like it. Ja, das ist die Ballade, die ist bekannt. Hör doch einfach mal zu. Du musst den bleiben und zuhören. Und dann läuft er weiter. Das macht man nicht. Das
Stimmt, vielleicht kann ich ja fischen. Jetzt, ich habe hier jetzt mehr als 10 Rubine. Komm, erstmal fischen. Alter, A gedrückt und lass los, um die Schnur auszuwerfen. Je länger du erhältst, desto weiter wird sie ausgeworfen. Okay. Also ein bisschen so wie Minecraft. Total die Minecraft. Oh. Wie viel sind aber irgendwie ein kleines bisschen radioaktiv aus dem Teil, finde ich, die leuchten so komisch. Ist ja auch. Friss! 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 Da will keiner. Ich würde ja auch nicht was fressen wollen hier. Du dreckiger! Ja, ich will weiter angeln. Ich will verstehen, wie das geht. Ja, ich bin mir sicher, dass du das eines Tages hinbekommen wirst. Breath of the Wild. Was für Breath of the Wild? Ich liege so am Wackeln. Echt jetzt? Ich verstehe das einfach nicht so. Hopp. Irgendwie beißt da bis jetzt noch keiner so wirklich an. Mann, diese Fliegen, die nerven echt. Weißt du doch, Fliegen. Schau mal da vorne, da vorne. Weiß, ich hab von denen da, das hat sehr viele hier im Keller. Müsste mal eliminieren, dann habe ich sie nicht mehr. Mann, ich schaffe es einfach nicht. Nee. Also Angelkurs nicht bis dahin. Oh, ist ja so viel einfacher eigentlich, wenn ich über Nacht denke, uff. Wie bitte? Naja. Grad mit mir selbst nachgedacht. Aber irgendwo gibt es doch auch so Pilze oder sowas, hat man gesagt. Mann sagt generell viel. Der Mann oder Mann? Mann sagt viel. Du weißt jetzt ernsthaft nicht, wie es weitergeht, oder wie? Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Und das so nach dem vierten Part. Ich will aber auch nicht wirklich so googeln. Ja, dann so weiter. Wir bekommen das ohne Google hin. Was ist denn, wenn du da weitergehst? Da hält sich der Waspe auf, ne? Ja. Probier's einfach mal. Obwohl ich weiß, dass er dann sagt, nö, da geht's nicht weiter. Nee, ich halte dich auf, sagt er. Na, probier's nochmal. Vielleicht hast du jetzt dann wieder einen Fortschritt gemacht und jetzt geht's irgendwie. Nein. Dann bringt er mich immer zum gleichen Punkt. Immer, dann bei der Zauberfee. Immer. Ja, es ist ja sehr kurios, aber irgendwo muss es doch hier weitergehen. Die nerven aber. Ich beachte die einfach nicht. Aber da warst du auch ein 5-mal drin. Und da warst du im Tante Emma Laden, hast noch so eine Bombe geschaut. Dann gab's aber nichts. Gab's nichts. Wie brauchst du das später?
Sie wollte so eine Art Pilz oder sowas. Aber es gibt einfach keine Pilze. Ich weiß nicht, wo ich die Pilze sammel. Schau mal, das da. Für mich ist das da ein Pilz, aber ich weiß nicht. Das ist eine Blume. Ich glaube, ich brauche einfach die Schaufel so für 200 Rubin. Würdest du machen? Dann sollen wir Rubin und hol sie dir. Kannst du wieder kannst du wieder das Feld da weg mähen? Ja, da wollte ich. Eine Eichel. Ja, aber das ist jetzt echt nichts. Das dauert immer noch so ein paar Minuten. Das gibt immer drei Herzen. Ja, das ist gut. Das kannst du merken, wenn du irgendwie mal kurz vorm Verrecken bist, kannst du dann zurückgehen. Kannst dir. Ja, wenn ich dann einfach dort drüben bin. Wenn ich dort bin, dann gehe ich einfach extra dort rüber. Und hat. Sprinten. Das ist ja eigentlich easy going, ne? Ich weiß, irgendwie erinnert mich der Soundtrack ein bisschen an Pokémon. So, die Overworld-Team hier von dem... Mich erinnert voll das Gras so an Pokémon. Ja, auch, ne? Alles zusammen erinnert das ein bisschen an Pokémon. Ja, aber auch so an Mario. Das wirst du sehen, das ist eigentlich so... Ja, aber das mag das da gerne. Da poppt mir das Dorf hier alles sehr sympathisch und vertraut vor. Und das ist ja durchaus immer sehr angenehm und gut, wenn dem so ist. Mann, ich wollte dich gar nicht hauen, du kleiner... Hauen doch nicht nochmal! Der tut es dann immer wieder zurückhauen, verdammt, das heißt, du verreckst daran! Mann, hier. Das Ganze ein Uff, weißt du das? Uff! Nein! So auf den armen Dings zu mobben. Das ist nicht mein Karma. So, such lieber noch nach ein paar wenigen Rubine, die noch fehlen. Ja, aber... Geh aus dem Haus und danach wieder zurück in das Bild. Ja, man muss erstmal aus dem Bildschirm und danach... Sag ich dir, es ist direkt wieder respawned. Und dann kannst du wieder alles hier durchkämmen. Das ist einfach die Logik einfach davon. Ja, das hat aus dem Bildschirm raus. Das habe ich da reingemacht aus dem Gimmick, weil es im alten Zelda ja so war. Ja, ich weiß. Eigentlich nur bessere Grafik. Das, aber ich finde das nett. Ich mag das Zelda gern. Und ich persönlich, ich werde viele helfen. Ich finde so als klassischen Zelda sogar besser als, in gewissem Sinne besser, ich sag nicht besser als Breath of the Wild, aber anders. Breath of the Wild ist halt anders, sag ich mal, als die klassischen in 3D. Zelda. Es ist etwas anderes, ob du die klassischen Zelda-Teile hast wie hier oder in Breath of the Wild. Was nicht heißt, dass Breath of the Wild schlecht ist. Das ist ja ganz klar. Ja? Tadam! Zauber. Ja, Zauber, und schon ist es wieder da. Lass mal Reed farmen. Ja. Mehr oder weniger, was machen wir gerade? Ja, so langsam wird's ja. Bald hast du irgendwann die. Ist eine Art Rubine. Ja, ich noch einmal das Feld zu mähen und dann hast du die. Und das ist doch noch nicht genug, oder? Ah nein, du gibst doch nicht dafür aus. Ich will die. Lila gibt doch 50, gell? Ja, kann sein. Und verkackst aber auch nicht. Es wird nicht, doch sogar. Dann gibt es wieder nur so ein. Ne, grün gibt ein, blau gibt 5, rot gibt 20 und lila gibt 50. Dann gibt es. Fuck. Ist egal. Wir holen halt noch einen roten oder so. Jetzt weiß ich, wie das geht, das Ding. Ja, ich sag dir, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann läuft's, ne? Ist ja bei allem so. Das merkt man. Bei dir. Nein. Nein! Danke, Mann! Danke für dein Money eigentlich.
Ja, sozusagen, ne? 50. Yikes. Wie man schnell Rubine farmt. Ja, das war in der 12 und hast genug, um die Liste Haufel zu gönnen. Da freut sich das Herrn. Danke, Mann. Thomas. Da denkt ihr euch nicht umsonst diese Worte. Heck, geht bei ihm bitte so ins Hief. Man weiß es nicht. Ciao. Ja, bist du noch ganz sauber? Du musst erst bezahlen zurück, damit du, wie er lächelt. Wie er lächelt. Seht ihr gar nicht. Warte, so. Wie er lächelt da. Der da. Wie er lächelt gerade. Ja, wie so ein fettes Stück etwas. Warte, dafür habe ich hier jetzt eine Luxus-Schaufel. Du hast eine Schaufel. Oder Y zu legen. Was für... Uff. Geht die... Ich hoffe, das ist nicht so wie in Minecraft, dass es irgendwann dann kaputt geht. Komm, lass mal Löcher überall graben. Ja! Ja, und dann fällst du da irgendwann rein, wenn die Löcher dann fertig sind. Intelligentus Maximus. Intelligentus Maximus. Aber ich grab doch nicht weiter da rein. Das sagt ja auch keiner. Komm. Aber vielleicht... Vielleicht kannst du damit die Steine ausgraben. Oder umgraben. Ich denke, dass man irgendwas weil, nee, so mit nee, der Schaufel nee, weil ich Schaufel... Wenn ich Schaufel und dann Stein tust, kannst du den ja leichter im Real Life wegmachen. Vielleicht ist das hier auch so. Probier's mal aus. Vielleicht ist das Schlüssel zu allem. Mit A? Nee, geht nicht, oder wie? Okay. Komisch. Aber die Frage, was macht man dann mit der Schaufel? Schade. Hätte er so hart verdient. Aber ich dachte so. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Das ist so. Ich dachte ja, das hilft etwas, aber dann doch nicht. Vielleicht die Steine dort? I don't know. Sieht nicht so aus. Ja, was macht's wieder alles kaputt, wenn es ja eh nichts ist? Oder gibt's so ein Dingsteil, aber das. Und ich fällt trotzdem nicht runter. Das nutzt die doch aber trotzdem nichts, das Ding. Damit kannst du wieder nichts wegmachen. Ich glaube, dann müssen wir bis zum nächsten Part mal ein bisschen offscreen herausfinden. Und was ist da, was man da eigentlich machen muss. Ich glaube, das ist für uns alle irgendwie besser. Ne? Ja, das sollten wir nicht. Und auf der anderen Seite von der Höhle geht's nicht raus, oder wie? Ja, vielleicht sollten wir eigentlich gar nicht dieses Video rausmachen, sondern... Geht's auf der anderen Seite nicht weiter? Hä? Wie bitte? Auf der anderen Seite von der Höhle. Beim Baumstamm. Ja, dann kommt man dort raus eigentlich. Wo? Dann würde man dort rauskommen, ist aber auch versperrt. Alles ist versperrt. Also, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt als Video machen. Ja, sollten. Doch, machen wir. Trotzdem. Ja. Aber trotzdem werden wir jetzt dann erstmal informieren, bevor der nächste Part losgeht. Also Leute, das war's dann diesmal mit dem Part. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!